Wir haben jemanden eingeladen, der es wissen muss. Es ist der Verleger Günther Paletti vom noch nicht allzu renommierten Brösmeli Verlag. Herr Paletti, guten Abend, Sie sind Verleger. Wie kommen Sie dazu, mit seiner Pandemie auf Bücher zu setzen? Ich habe die Not zur Tugend gemacht. Ich habe ganz am Anfang von der Pandemie den Verlag gegründet. Dann haben wir aber leider am Anfang niemand meine Bücher abkaufen. Dann hatte ich aber Glück gehabt, dass ich dann doch noch im Februar eher zufällig noch 30 Paletten WC-Papier von Shanghai Hallo Kolo. Und da haben wir die Leute natürlich das Zeug aus der Hand reissen. Dann habe ich aber gesagt, hört mal, ich verkaufe kein Scheisse-Papier, ich verkaufe Bücher. Und dann ist mir etwas eingefallen und ich einfach gedacht, okay, ich verkaufe jetzt einfach eine Rolle WC-Papier für 50 Franken und gibt es noch gratis ein Buch dazu. Und dann haben sie mir es abgenommen wie noch nicht. Wir haben innerhalb von 2 Wochen 300'000 Bücher verkauft, die Hälfte davon an die Schweizer Armee. Was? Also die Schweizer Armee hat ihre Bücher gekauft? Richtig, ja. Die haben halt Scheisse-Papier gebraucht und irgendwo in der Kaserne zu Thun lagern heute noch irgendwo in einem Keller unten 12'000 Ausgaben von der Mundart-Gedichtband von der Viola Amherd. Ein Brief, ein Brief, so muss es sein. Also die Bundesrätin Viola Amherd gehört zu ihren Autoren anscheinend. Wer haben Sie denn sonst noch so dabei bei Ihrem Verlag? Alles. Alle haben wir dabei. Alles. Sportler, Politiker, Musiker, der ein oder andere Schriftsteller auch. Die schreiben dann manchmal auch etwas. Ne? Also zum Beispiel der grosse Spitzentitel vom kommenden Jahr ist ganz klar der erste politische Roman vom Roger Köppel. Mhm. Es ist ein Corona-Roman. Ne? Er heisst «No Country for Old Men». Ne? Ein zärtliches und doch aber auch kraftvolles Plädoyer für eine menschenfreundliche Euthanasie. Mhm. Ein Buch, das ich mich aber auch sehr darauf freue, ist zum Beispiel der Essayband von Beat Breu, die Lyrik-Edition von Sven Epine oder ein Operlibretto von Patti Schneider. Klingt spannend. Jetzt wissen wir ja, dass gerade Corona-skeptische Bücher sind ein Renner auf dem Buchmarkt. Haben Sie da auch etwas im Angebot? Ja, das stimmt, das sind ein Renner, aber wir sehen uns hier als Verleger ganz klar in der Verantwortung, gerade was die anstehenden Impfungen angeht. Und darum haben wir zusammen mit den Gesundheitsbehörden aus verschiedenen Kantonen im Mittelland ein historisches Sachbuch verfasst, wo auch der letzte Impfgegner wird müssen überzeugen, nämlich, voilà, Hitler hätte sich impfen lassen. Das ist rausgekommen in Zusammenarbeit mit der Verlagsanstalt Langenthal. Untertitel: Den Arm zum Gruß, die Nadel rein, Bursche muss jetzt tapfer sein. Schön. Sachbücher von Magistraten sind ja sehr spannend. In diesen Zeiten steht da auch irgendetwas an? Noch, irgendwie? Im Februar kommt pünktlich auf den Valentinstag der neue erotische Beziehungsratgeber von Ueli Maurer. Keine Lust, kein Problem. Ne? Ein lüpfig geschriebener Leitfaden darüber, wie man auch im fortgeschrittenen Alter mit einer kleinen Finanzspritze, wenn Sie verstehen, was ich meine, an einer Defizite-Ehe wieder ein bisschen Pfupfer verlangt. Mhm. Und so renommierte, gut schweizerische Autoren, gibt es da auch etwas zu erwarten in Ihrem Verlag, wo man vielleicht Autoren könnte? Ja gut, also vom Dürrematt und vom Frisch kommt jetzt auch nicht mehr viel. Ne? Da sage ich danke Corona. Mhm. Gell? Aber nein, wir haben zum Beispiel im nächsten Jahr kommt auch der neue Martin Sutter. Der kommt bei uns. Der neue Sutter Martin, der heisst «Wer bin ich?» und «Wenn ja, wieso so viele?» über eine illegale Weihnachtsparty im Zürcher Bankenmilieu, wo es zu viele Leute dabei gab. Dann haben wir auch ein Corona-Tagebuch von Jürg Halter. «Die Vermiesung der Welt». Mhm. Oder dann persönliche Favorit von mir, auch die mehrteilige Corona-Edition von der Somma Simonetta Sommaruga, nämlich «Die Welle». Mhm. Gefolgt vom zweiten Teil, die zweite Welle, dann die dritte Welle und zum Abschluss die Dauerwelle. Ja? Und wenn Sie heute bestellen, können Sie eine Gesichtsmaske, 2 Rollen WC-Papier, einen Schnelltest und noch einen Trauchkranz mit Schleifchen fürs Grosse gratis dazu. Herr Paletti, sehr schön. Ich denke für mich, alles Paletti soweit. Danke.